Sie gehen in London auf die Straße, weil sie mitreden wollen. Für ein zweites Referendum, eine zweite Stimme nach den festgefahrenen Brexit-Verhandlungen. Es ist ein Marsch in Richtung Parlament, für mehr Mitsprache mit prominenter Unterstützung. Auch der Bürgermeister reiht sich ein. Es gibt doch eigentlich nichts Demokratischeres, nichts Britischeres, als den Bürgern das Urteil zu überlassen. Sie sollten selbst entscheiden, ob sie das Ergebnis der Verhandlungen akzeptieren oder in der EU bleiben wollen. Viele Briten, die in Deutschland leben, sehen das ähnlich. Auch in diesem Berliner Pub sind die meisten für den Rücktritt vom Brexit. Einige überlegen, deutsche Staatsbürger zu werden, wie Philip Chambers. Als Kind ist er nach Deutschland gekommen und fragt sich jetzt, wie es weitergehen soll. Ich habe im Hinterkopf, dass ich eventuell gehen muss. Ne? Ich habe hier keine Familie, nichts. Habe hier auch kein Eigentum. Deshalb ja, kann gut sein, dass ich meine Sachen packen muss und auf Wiedersehen. Immer mehr sehen nur noch den deutschen Pass als Ausweg. Die Anträge bei britischen Botschaften zeigen das deutlich. 2015, noch vor dem Referendum, wollten nur 59 Briten mit deutschem Familienhintergrund den deutschen Pass zurück. 2 Jahre später schon mehr als 1.800. Eine Option, die die meisten in den Straßen von London nicht haben. Sie müssen hoffen, am Ende doch noch gehört zu werden. Nur ein zweites Referendum würde für sie die Kehrtwende im Brexit-Chaos möglich machen.